würde mich am liebsten irgendwo so ein bisschen schräg nach oben graben oder so. Das wäre ja auch noch mal eine Idee. Aber nur um mal zu gucken, wo man hier rauskommt. Gucken wir mal. Aha. Okay. Ich will weg. Ich will vor allem müssen wir mein Geld in Sicherheit bringen hier. Ich hab noch irgendwo hier unser Sparschwein. Wo ist mein Sparschwein? Welche Sau hat mein Sparschwein geklaut? Du hier, Scott, ne? Du warst das wieder. Schnell stapeln. Das kann hier rein. Das kann hier auch rein. So, dann haben wir jetzt mal wieder ein bisschen was. Die können hier auch erstmal wieder raus. Meine Fresse, also der Hardcore-Modus hat's echt in sich hier. Und deswegen möchte ich an dieser Stelle jetzt nochmal eine kleine Pause einlegen. Es ist schon gar nicht wieder gut für meine Nerven hier. Sag dann mal bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ja, hallo Leute, da bin ich auch schon wieder. Oh, ja. Sonntagmorgen, kurz vor 3 Uhr nachts. Ja, das, ich kann nicht mehr pennen, da dachte ich mir, kannst du auch noch eine Runde Terraria aufnehmen. Kann sein, dass das daran liegt, weil ich noch ein bisschen erkältet bin. Hört man vielleicht, dass ich noch ein bisschen heiser bin. Aber ich muss unbedingt heute was aufnehmen, da dachte ich mir, mach dir jetzt, hast du nachher Zeit für was anderes. Gerade ist auch X-Rebirth ist rausgekommen, ein Shitstorm ist da losgebrochen über dieses Spiel. Ich kann das echt gar nicht verstehen, ich find's immer noch toll. Sicher, es hat ein paar kleinere Fehler und die Grafik ist nicht so doll, aber das war bei X ja noch nie so wichtig. Das Gameplay war bisher immer das Wichtige. So, was ich heute eigentlich machen möchte, ist, dass wir mal einmal kurz gucken auf der Karte. Ich möchte nämlich in den, Einhornbereich zurück, beziehungsweise drüber hinweg und dann versuchen, in den Dungeon zu kommen. Damit wir da vielleicht auch mal noch ein bisschen was finden. Vielleicht kommen wir hier ein bisschen runter. Gucken wir mal, was wir hier hinbekommen. Das wird heute mein Plan sein. Vielleicht stoße ich den auch noch um und gehe hier rüber in die andere Richtung. Nach, zum Dschungel vielleicht. Müssen wir mal gucken. So, wir wollen jetzt auf jeden Fall erstmal losrennen hier. Die Tür mache ich besser wieder zu. Also wie gesagt, ich finde X-Rebirth finde ich einfach klasse. Ist ein toller neuer X-Teil. Ich habe zwar noch nicht hingekriegt, dass man die Drohnen losjagen kann. Da weiß ich nicht, wie das funktioniert. Und Stationsbau bin ich auch noch nicht drauf gekommen, wie das funktioniert. Aber es ist schon echt nicht schlecht. Ich habe schon zwei kleinere Schiffe. Naja, mal gucken. Wer es nicht kennt, googelt es einfach mal oder guckt es bei Steam nach. Das nennt sich also X-R-I-B-I-R. Rebirth eben. Ich kann jetzt hier gerade wenig buchstabieren. Ich versuche mich hier gerade. Nehmen wir mal die Blumen hier. So. Das kostet etwas weniger Mumpeln. So, dann wollen wir mal zusehen, dass wir hier weiterkommen. Gestern haben wir wieder für Minecraft Feed the Beast aufgenommen. Also ich und der gute Herr Dennis. Da wollte eigentlich noch einer kommen, der hat nur leider verpennt. Und dann haben wir die Version abgedatet und dann war es die Map weg und dann musste ich die neu reinkopieren. Und ach, war das, also, das war schon, also... Ach hier, da sind wir mal gestorben. Das habe ich mir den Kopf wegreißen lassen, genau. So. Mal sehen, wie weit wir kommen. Ich hoffe mal, das wird ein bisschen was. Man hier auch zusehen, dass die Viecher die Schüsse immer doppelt abkriegen. Na komm. Die haben es aber auch echt in sich hier, die neuen. Also da müssen wir unseren Schaden noch um einiges hochdrehen, habe ich das dumme Gefühl. Weniger Rückstoß, aber weit mehr Schaden pro Mumpel. Auch den haben wir. So. Dort sammeln wir auch gleich mal wieder ein. Und hinüber in den Wald.
Und dann gehen wir mal hier gucken. Kommen wir hier unten noch irgendwo hin? Nö, scheint nicht so. Ich würde mir ja gerne noch mal irgendwo hier einen Graben machen. Und mal gucken, ob wir irgendwo Kobalt finden oder irgend so ein Blödsinn. Das ist, soll jetzt hier auch mit reingespawnt sein. Vielleicht finden wir das auch nur in den neuen Gebieten. Das kannst du auch haben. Und dann würde ich... Ja, ich würde fast gerne zusehen, dass ich ein neues Spiel hier vielleicht anfange. Weil es gibt eben haufenweise neue Gebiete, die wir hier leider nicht drin haben. Da gab es mittlerweile ja ein, zwei Updates hier bei Terraria. Die sind jetzt bei der Welterstellung hier natürlich noch nicht berücksichtigt. Die ich natürlich auch gerne machen würde. Wir haben jetzt ja den Hardcore-Modus inzwischen ja freigeschaltet. Hier würde ich jetzt gerne noch ein, zwei Sachen sammeln und dann... Und dann würde ich vielleicht gerne hier ein neues Spiel anfangen. Ja, müsst ihr aber sagen, ob euch das gefällt oder nicht, ob ihr das sehen wollt. Ich würde es wahnsinnig gerne machen, weil Terraria macht mir immer noch Spaß. Und ja, ansonsten sehen wir dann mal weiter. Ich will hier weg. Mal gucken, ob wir hier irgendwo in die Tiefe kommen. Gucken wir mal. Naja, schick, schick. So, hier kommen wir wohl nicht weiter, wie es scheint. Flugabwehrmodus. Pixie-Staub. Ich habe welchen. Das ist sehr schön. Und auch den Pixie-Staub haben wir gefangen. Ach, da sind noch mehr von den Mistviechern. Ja, da heißt es immer, Elfen sind nett und so, ne? Also das kann ich hier nicht gerade behaupten. Ich versuche mal nachzuladen, das muss man hier ja gar nicht. Ist das alles aufregend. Was ist das denn hier eigentlich? Perlsand, okay. Perlwood. Naja, was soll's? Perlstein. Oh, hier ist noch eine Truhe. Das ist ja schick. Brauchen wir davon was? Silbermünzen auf jeden Fall. Die nehmen wir mit. Da will mein Tab gerade was von mir. 16 Fernkampfschaden, das lassen wir mal hier. Gehen wir mal hier tiefer. Gucken wir mal, ob wir irgendwas Schickes finden. Hier unten fahre ich ja noch nie. Oh, verdammt. Unheiliger Pfeile. Nein. Finden wir hier so schickes Heiltrank. Den haben wir auch, den Wühler. Da haben wir noch einen Heiltrank. Oh, verdammt, Pixies. Das nehmen wir auch alles mit. Pixie-Staub, ein bisschen Geld haben wir inzwischen auch noch wieder. Verfluchte Flamme, naja, mal gucken, was wir damit dann machen können. So, hab da schon so ein paar Ideen. Würde ja gerne mal Kobalt finden hier. Ist nur die Frage, wo finde ich den Blödsinn? Was bist du denn für einer? Ah, ich wurde getötet. Ja, die haben es in sich, die Viecher. Das ist, macht der Kater schon wieder viel Geräusche hier, das ist ja Wahnsinn. Ach, ein Einhorn, ach du Schreck. Naja, gucken wir noch mal weiter. Ich würde sagen, jetzt versuchen wir mal die andere Richtung. Machen wir das mal abwechseln, dann wird er nicht so langweilig. Perlwood Block Bench. Okay. Perlwood Workbench. Naja. Erstmal möchte ich hier wieder ein bisschen Kram loswerden. Was können wir denn hier lassen? Ja, den Pixie-Staub können wir auf jeden Fall hier lassen. Perlsandblöcke. Rotten Egg lassen wir auch hier. Wood lassen wir da, Perlwoll oder was haben wir hier sonst noch? So, Wasserblatt brauchen wir auch nicht. Nicht einmal Wasser löscht diese Flamme. Naja, was es nicht alles gibt.
Silbererz, das werden wir auch hier lassen. Seele der Nacht nehmen wir noch mit. Dann möchte ich das Geld erstmal hier lassen, was wir hier noch rumfliegen haben. Und dann gehen wir mal in die andere Richtung und gucken mal, ob wir bis in den Dschungel kommen. Vielleicht finden wir ja auch noch was Nettes. Mumpeln haben wir noch dabei. Hast du noch was für uns, was wir mitnehmen könnten? Gold Dust. Disco-Kugel. Naja. Rope. Alles Sachen, die ich momentan nicht brauche. Und das ist Scott. Scott Manley, falls ihn einer kennt. Macht auch geile LPs, der Typ. Meistens über so, ja, Weltraumspiele. Eigentlich nur über Weltraumspiele. X-Rebirth hat er jetzt auch gerade. Dann Kerbal Space Programm hat er. Space Engineers hat er, glaube ich, auch angefangen. Ist auch ein recht schickes Teil. Den könnt ihr euch auch mal angucken. Der macht auch tolle Sachen. Müsst ihr nur mal suchen nach Scott Manley, dann findet ihr den schon. Bin ich persönlich ein großer Fan von. Muss auch klein zu kriegen, sagen hier die blöde Sau. Ja, die Schrotflinte ist da wesentlich besser, auch wenn sie uns jetzt nicht wirklich geholfen hat. Eieieiei. Weltspeise, was da wohl wieder vorne ist. Naja, nächster Versuch. Ich bin doch noch nicht allzu weit gekommen. Eieieiei. Die konnte man noch irgendwie ein Signal anlegen und dann kam da irgendwas bei einigen. Ich bin mir jetzt nur gerade nicht sicher, bei welchem was kam. Oh, was ich erstmal noch machen möchte ist... Was ist das? Squirrel? Eichhörnchen. Ich glaub das nicht. Es gibt jetzt nicht nur Hasen, es gibt Mäuse und Eichhörnchen. Was ich jetzt erstmal machen wollte ist, ich wollte einmal hier hoch und gucken, ob unser Kometenabwehrschirm noch hält oder ob der mittlerweile schon einen mitgekriegt hat. Was ist das hier? Ach, da wurde ich in Hackfleisch verwandelt. Alles klar. Sehr schön. Na gut, schön ist jetzt was anderes, aber was soll's. Ganz da bin ich auch noch nicht, weil ich noch etwas müde bin, aber... Ach, was soll's. Ihr seid ja nur schlechte Spielereien von mir, die gewohnt. Und unser Kometenabwehrschirm hält noch. Alter, wie weit haben wir den denn gebaut? So weit hätte ich gar nicht rüber müssen. Das ist ja Wahnsinn. Den können wir auch noch staffeln. Wir können hier im Abstand von, sagen wir mal so, können wir noch einen rüberziehen, damit wir zwei Anschläge verkraften können. Ich möchte mal einmal was nachsehen. Und zwar, ob hier immer noch ein Komet eingeschlagen ist. Irgendwo. Das, ob man das vielleicht sehen könnte. Also sehen kann ich hier momentan Nada und Niente. Aber, naja. Ändert sich vielleicht noch. Wie viel macht der hier? 26, 25, 6, 17. Wir bleiben erstmal bei der Schrotflinte, die ist schon ganz nett. Eieieiei. So, hier möchte ich dann erstmal runter. So, ich muss mal eben gucken, ob ich hier vielleicht irgendwie was herstellen kann. Kann ich aber nicht. Explosivmunition wollte ich ja eigentlich noch mitgenommen haben. Naja, was soll's. Wir werden eh gleich wieder sterben und dann wieder zurück sein, denke ich mal. Vielleicht soll ich mir unterwegs hier auch irgendwelche Safehäuser bauen. Ach, scheiß Husten.